Der Piaggio MP3 500 wartet mit einer Neuheit auf. Erstmals ist für das Fahrzeug mit den doppelten Vorderrädern auch ein Retourgang verfügbar. Der erleichtert in gewissen Situationen das Rangieren und Ein- und Ausparken. Die klassischen Produktvorteile hat sich der MP3 beibehalten. Der wichtigste ist, dass das Fahrzeug mit dem Pkw-Führerschein gefahren werden kann. Und ein neuer Vorteil seit 2020. Die Piaggio MP3 benötigt nun in Österreich nur noch die Vignette für Motorräder. Davor war für Fahrzeuge wie die MP3 die teurere Pkw-Vignette zur Benutzung von vignettenpflichtigen Straßen notwendig. Nach wie vor Top-Kaufargument, die beiden Vorderräder. Die doppelten Vorderräder bieten in vielen Situationen eine Sicherheitsreserve. Das betrifft vor allem das Fahren auf Kopfsteinpflaster, auf Straßenbahnschienen oder auch bei Nässe. Und selbstverständlich kann die Piaggio MP3 weiterhin auf Knopfdruck am Stand stehen bleiben, ohne den Fuß vom Trittbrett nehmen zu müssen. Auch ein Abstellen ohne Ständer ist möglich. Die vorhandene Fußbremse ist nicht das Gelbe vom Ei. Mit den Bremshebeln am Lenker geht's viel besser. Wir haben hier das absolute Topmodell vor uns, den MP3 500 Advanced, und der hat aktuell einen Listenpreis von 11.400 Euro. Unser Fazit: Der MP3 ist ein sicheres und komfortables Fahrzeug, kann mit dem B-Führerschein gefahren werden, verfügt jetzt als Innovation auch über den Retourgang und hat als einzigen Nachteil eigentlich den hohen Preis.